Männer, mein tägliches Nervenkostüm ist bereits aufgebraucht. Ich fluche jetzt in erhöhter Geschwindigkeit. Mensch, was war das für ein Abend, ey. Was ein spannender Tatort. Passt nicht nur zum Krimi im Ersten, sondern leider auch zu Katar. 1-1 gegen Spanien, ne? Und das Spielsystem von Hansi Flick, das hat ein bisschen was vom Zahnarzt, ne? Der lebt auch von der Hand in den Mund. Und meistens fehlt mehr, ne, als drinne ist. Die WM in Katar ist halt wie eine Wurzelbehandlung, maximal unangenehm. Wie nennt man einen holländischen Zahnchirurgen? Ein Kieferorthopäde. Ne, Stefan, das kennst du. Die einzige Auszeichnung, die du in deinem Leben bisher erhalten hast, ist eine Krone beim Zahnarzt. Der Hansi Flick, der hatte doch schwer, das muss man sagen. Ne? Du hast ja da bei der Weltmeisterschaft 11 Individualmarken auf dem Platz rumlaufen, die das eigentlich nur machen, weil der weltweite Beraterstab aus dem Fußball anwesend ist, damit man den eigenen Marktwert irgendwie... Ihr sollt Weltmeister werden. Ach. 3 Generationen hast du auf dem Platz. Thomas Müller, der ist mittlerweile so alt, der reibt sich mit hochprozentigem ein, statt zu trinken. Und dem Musiala muss, glaube ich, mal jemandem sagen, ne, Fußball ist kein Ego-Shooter. Immer nur alleine da rumtrippeln und mal, spiel mal ab, Junge, ey. Hast du zum Teil beim Kniffel mehr Struktur, wenn du dir was zusammenwürfelst, als bei der Mannschaft. Brauchst halt Leute, die Bock haben, Weltmeister zu werden mit 11 Mann. Sonst muss der Hansi Flick auch mal sagen, wenn er alleine Erfolg haben wollt, dann spielt er Tennis. Hermann, du frisst so viel Fleisch, ne? Du hast keine Orangenhaut. Nee, bei dir sind das Frikadellen. Nur einer hat die Deutschen gerettet. Niklas Lücke Füllkrug. Frag ich mich beim Füllkrug, warum ist der nicht von Anfang an eingewechselt worden? Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Mut zur Lücke wird bald auch umbenannt im Duden als Niklas Füllkrug einwechseln. Bringt der Füllkrug mal eine Biografie raus, dann heißt die, sie nannten ihn Lücke. Ich sehe schon, wenn der Flick irgendwann mal auf dem Arbeitsamt steht, sagt sie so, die haben da 2022 in ihrem Lebenslauf eine Lücke. Sagt der Flick, ja. Und das war die einzige WM-Chance, die wir hatten. Patrick, du spielst ja heute wie am Tag danach, obwohl es keine Nacht davor gab. Wobei die Lücke vom Füllkrug, ne, ist ungefähr nur halb so groß wie die in der deutschen Abwehr. Ja sicher, ey, wenn du in 15 Spielen 18 Mal mit einer unterschiedlichen Formation aufläufst, dann brauchst du dich ja nicht wundern, das schaffe ich da noch nicht mal hier. Boah, ey. Läuft der Niklas Süle weiter so schnell, dann findest du den bald auf Plakaten von der Bundesregierung zur Bewerbung des Breitband-Internets. Dem würde ich geben. Würde ich ranrufen. Süle, komm mal her. Ab heute spielst du bei mir ein Musikinstrument. Und zwar die zweite Geige. Der F-Jugendtrainer vom Süle hat mal zu dem gesagt, Niklas, beeil dich langsam schnell. Und seitdem ist er verwirrt. Christian! Dich melde ich jetzt im Schützenverein an. Ja, sicher. Lerne schießen und treffe Freunde. Auch geil, diese Euphorie jetzt, ne? 2 Spiele und von 6 Punkten haben sie geholt. Ein. Kann der Flick ja jetzt nach dem Spiel statt die Spielerfrauen die Mathelehrer einladen von den Jungs. Ja, sicher. Statt Stellungsspiel, Rechenspiel. Wenn Japan das und dabei ist es so einfach. Fußball ist wie ein Klavier. Du brauchst 8, die reintragen und 3, die spielen können. Die Deutschen suchen aber gerade noch die Tragegurte. Geil, Andi, wieder eine rote Karte. Warum ist bei dir eigentlich immer die Fresse größer als der Lebenswille? Die Chancen der Deutschen, bei der WM noch was Positives zu reißen, ist ungefähr so, wie wenn ihr so einen total verkümmerten Weihnachtsbaum last minute irgendwo noch auf den Weihnachtsmarkt schießt, nimmst ihn mit nach Hause, stellst ihn so hin und sagst, ah, den mache ich mir jetzt aber noch schön. Weißt aber genau, da wird nichts mehr. Guck mal, der Hummelkolibri, der ist der kleinste Vogel der Welt. Hat also automatisch auch das kleinste Gehirn. Aber selbst der weiß, dass der FIFA nicht um Fußball geht. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat in seinem Aquarium 2 kleine Schalentiere. Ne? Die heißen 3:30 und 11:45. Weil das sind Urzeitkrebse. Wie nennt man einen holländischen Kieferchirurgen? Nee, wie geht der so? Bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Wie nennt man einen holländischen Kieferchirurgen? Ne, Stefan, das kennst du. Die einzige Auszeichnung, die du bisher in deinem... Nochmal. Thomas Müller, der ist mittlerweile so alt, der reicht... Heute bin ich richtig gut drauf. Nur einer hat die Deutschen gerettet. Niklas Lücke Füllkrug.
Gut, bin ich weit gekommen von meinem Text, der 3 Seiten hat. Wieder rot, ey. Warum ist bei dir eigentlich die Fresse größer als der... Nochmal, was hast du?